In der Klinik am Südring wird Birgit Maas zur nächsten Notfallpatientin gerufen. Dass sie im Verlauf der Behandlung gleich zwei Leben retten muss, weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Frau Doktor, kommt schon. Hallo, einmal meine mit Tochter durch. Fiebert. Kommen Sie einmal mit durch. 38,9 Fieber. Ja, wir wissen jetzt. Und sie hustet zu doll. Oh je. Gehen Sie einmal bitte rechts rein. Genau, dann okay. Auf die erste Liege bitte. Ich ziehe mal schnell Handschuhe an, dann bin ich sofort bei Ihnen. So, was ist denn los? Sie hat plötzlich Fieber bekommen. Wie hoch ist das Fieber denn? 38,9 war es zu Hause, aber sie fühlt sich jetzt viel, viel wärmer an. Ja. Während der Fahrt muss das noch gestiegen sein. Sie können sich einmal hinlegen. Hat sie was an Vorerkrankungen? Nein, gar nichts. Nur mit 40,1. Okay, wir machen gleich mal Sauerstoff ein bisschen fertig. Gar nichts, weil, hör mal, wir machen auch Abstrichröhrchen, weil das ist jetzt schon so, wenn das so plötzlich kommt, ja. Ne, dass man da jetzt gerade in der momentanen Zeit auch an Grippe denken muss. Ne? Also sie hatte letzte Woche eine Magen-Darm-Erkrankung, aber das ist durch. Bei uns ist heute eine Patientin vorstellig geworden. Sie kam in Begleitung ihrer Mutter. Sie hatte grippeähnliche Symptome mit Fieber. Deswegen haben wir sie auch untersucht. Wir legen einmal einen Zugang ne, und dann gibt es noch ein bisschen Fiebersenkendes und Schmerzmittel eigentlich. Genau. Ich würde dann an diesen Arm gehen, wenn es für dich okay ist. Ne? Ist sonst bei Ihnen in der Familie irgendwie was bekannt, dass Grippe vielleicht oder sowas ähnliches da ist? Nee. Also mein Vater ist gerade erst operiert worden, aber nichts mit Grippe. Nein. Nein. Ist sie denn gegen Grippe geimpft? Nein, sie ist nicht gegen Grippe geimpft. Wir machen Folgendes, wir machen gleich auf jeden Fall einen Abstrich, ne? Machen so einen sogenannten Grippe-Schnelltest. Weil ich habe ja eben so ein bisschen gefragt, ne? Viele grippale Infekte sind ja jetzt im Moment im Umlauf. Da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen Grippe und grippalen Infekt. Sind zwar beides im Prinzip Virusinfektionen, nur Grippe zeichnet sich halt wirklich dadurch aus, dass es ganz plötzlich kommt mit ganz hohem Fieber. Ja. Bei der Grippe geht es einem von jetzt auf gleich wirklich sehr schlecht. Das Fieber steigt hoch. Bei dem grippalen Infekt entwickelt sich das, wird langsam schlechter. Zudem ist auch bei der Influenza hat man wenig Schnupfen in der Regel, einen trockenen Husten. Beim grippalen Infekt ist es doch tatsächlich sehr viel mit Schnupfen behaftet. Also im ganzen Verlauf sehr viel harmloser. Genau. Weißt du, was mir da gerade einfällt? Du warst gestern noch bei Opa. Das hat er ja gerade gesagt, mein Vater ist frisch operiert, der hat die Nierensteine operiert bekommen und sie ist gestern noch hingegangen, weil dein Magen-Darm war wieder okay. Meinen Sie, ich habe... Hat er denn irgendwelche Beschwerden jetzt? Das kann ich natürlich jetzt gar nicht sagen, das ist möglich, dass er sich angesteckt hat. Ne? Ich weiß, Schatz, aber es ist ja möglich. Ich rufe vielleicht die Oma einfach mal an. Dann fiel ihr ein, dass ihr Vater tatsächlich vor kurzem operiert worden ist. Ihre Tochter mit ihm Kontakt hatte. Da war natürlich die Sorge sehr groß, dass sie ihn angesteckt haben könnte. Und da war es ihr ganz wichtig, sofort zu telefonieren. Wir sind im Krankenhaus. Emma hat hohes Fieber. Wie geht's denn Manfred? Ja, Papa geht's heute Morgen auch nicht. Mach ihn wach. Ehrlich gesagt, er hustet ziemlich heftig und hat Fieber heute Morgen. Fieber hat er auch. Ein bisschen ratlos. Aber was ist denn jetzt mit Emma los? Wir vermuten, dass Emma eine Grippe hat. Und deswegen dachte ich mir, weil die beiden sich doch gestern noch gesehen haben. Also um sie alle zu beruhigen, würde ich empfehlen, dass er sich auch in ärztliche Behandlung einfach gibt. Okay, ja? Hast du gehört? Ihr sollt euch auch in ärztliche Behandlung... Ihr sollt euch bitte auch in ärztliche Behandlung begeben. Ich bin so aufgeregt, Mama. Ja, komm bitte ins Krankenhaus. Auch der Opa der Patientin hat ja gleiche Symptome gezeigt. Auch hohes Fieber. Da war natürlich der Ratschlag von mir, sich wirklich in ärztliche Hilfe zu begeben, dass sie dann auch zu uns kommen würden. Damit hatte ich nicht gerechnet. 2017 endeten in Deutschland über 650 Grippefälle tödlich. Bis die Viruserkrankung bei der 18-Jährigen ausgeschlossen werden kann, müssen alle, die mit ihr in Kontakt kommen, Schutzkleidung tragen. So sollen Ansteckung und Verbreitung verhindert werden. Röntgen mal, gucken Sie mal, ob Sie das so tolerieren können. Da sind Sie ja. Hallo Mama. Oh, die dürfen jetzt aber nicht rein, bitte. Nee, wir haben ja isoliert. Das ist jetzt wirklich wichtig. Hör mal, ich wie geht's dir, Papa? Geh mal kurz raus, ne? Ja, mach das. Wir hatten ja jetzt erstmal provisorisch ein Isolierzimmer hierher gerichtet. Dann habe ich durch die Scheibe auch schon gesehen, wie die Großeltern der Patientin gekommen sind. Sie haben natürlich auch den Blickkontakt zu ihrer Enkelin gesucht, wollten schon hier bei uns reinkommen. Ich war jetzt soweit mit der Behandlung fertig. Da wollte ich natürlich auch verhindern, dass Sie jetzt hier diesen Raum betreten. Deswegen habe ich mich schnell zu Ihnen begeben, um mal zu hören, was da für eine Problematik jetzt gab. So, wen haben wir denn hier?
Sie sind verwandt? Der Opa. Ja. Ja? Der Opa, dem ging es auch schlecht zu Hause. Und jetzt, unsere Tochter und Enkel. Nachdem der Verdacht. Ja, und jetzt sind Sie aber zu uns ins Krankenhaus gekommen, weil ich dachte eigentlich, dass Sie zum Hausarzt waren. Deswegen wundere ich mich jetzt ein bisschen. Mein Mann ist vor der Woche hier auch entlassen worden. Er war im Nieren operiert worden, Nierenstein. Ne? Ja. Und dann haben wir gedacht, kommen wir vielleicht besser wieder hier hin. Ich vermute doch, ja, unsere Enkelin hat Grippe. Genau. So, und sie war jetzt gestern bei uns, hat Opa das erste Mal besucht. Ja. Und er hat jetzt auch heute Morgen Fieber. Wie hoch war denn das Fieber? Ja, 38. Wir messen jetzt noch mal. Ne? Das war noch nicht. Alles nicht so schlimm. Ja, ja, ja. Was ist denn mit der Emma jetzt? Die Oma unserer Patientin kam ja mit ihrem Ehemann. Ich hatte so den Eindruck, dass sie so der treibende Faktor war. Er selber hat das gar nicht so eng genommen. Er hat sich viel mehr um seine Enkelin gesorgt, auch immer wieder danach gefragt. Allerdings sollte sich herausstellen, dass es auch richtig war, dass er hier in Behandlung war. Er hat sich nicht gegen Grippe impfen lassen. Das ist immer das gleiche Problem. Ja, das machst du nie, ist... Von welchem gleichen Problem sprechen Sie, weil Sie jetzt gesagt haben, das ist immer das gleiche Problem? Ja, wenn meine Tochter sagt, er ist immer gegen Medikamente, ja, gegen Impfung. Ich habe mich impfen lassen. Man nimmt immer viel zu viel mit. Ja, aber Grippeimpfung macht schon Sinn. Ja, ne? Also gerade jetzt bei Risikopatienten, richtig, wir sind jetzt gerade operiert worden, da macht es schon Sinn. Ja. Also ich kann Ihnen jetzt halt Folgendes anbieten, wir machen auch bei Ihnen Abstrich. Ja. Ne? Und dann gucken wir mal. Es ist schon sehr wichtig, sich impfen zu lassen. Viele Erkrankungen, gerade jetzt zum Beispiel Kinderkrankheiten, können damit wirklich sehr klein gehalten werden. Bei den Grippeimpfungen sieht es etwas anders aus. Sie schützen natürlich nicht hundertprozentig, aber decken doch sehr viele Virenstämme ab. Deswegen würde ich gerade Risikopatienten, das heißt älteren Menschen oder vorerkrankten Menschen, wirklich dazu raten, sich vorsorglich impfen zu lassen. Du machst das alles, dann würde ich nämlich, pass auf, ich nehme das. Nimmst die Abstriche schon mit? Das schon ist mal mit. Dann würde ich das, würde ich vorne mal gucken, ob die anderen Ergebnisse schon da sind. Ja. Ja? Gerade bei geschwächten Patienten wie dem frisch operierten 63-Jährigen kann eine Grippe zu lebensbedrohlichen Entzündungen der Lunge, des Herzmuskels oder des Gehirns führen. Seiner fiebernden Enkelin auf der Isolationsstation geht es nur scheinbar besser. Hustet noch ab und an mal, aber durch den Sauerstoff hat es sich ein wenig beruhigt. Und die Temperatur ist ein bisschen runtergegangen? Nee, 40,1 war das. Ich habe jetzt auch nicht mehr nachgemessen. Ach so, weil wir ja Wasser... Nee, dann misst am besten jetzt genau, noch mal nach. Weil wir hier was reingetan genau haben, dass wir mal das kontrollieren. Dann mach ich das auch mal. Ich lasse mir gerade das Thermometer geben. Ich glaube, da kommen die Ergebnisse. Oh. Das Thermometer war nicht gerade weg. Ich mache das sofort, ne? Ja, super. Vielen Dank. Ach, So, jetzt gucken wir einmal gerade nach. Okay, also was ich jetzt hier gerade sehe, ist nach dem... Befund, dass eigentlich das Sekret unauffällig war, dass wir jetzt keine Grippe haben, so wie ich das jetzt sehe. Entzündungsparameter sind allerdings stark erhöht. Grippe hätte jetzt natürlich gepasst, das konnten wir jetzt erstmal so weit ausschließen. Aber ich muss noch mal nachfragen, ob da jetzt irgendwie ein Auslandsaufenthalt gewesen ist. Nee, gar nichts. Leslie hat ja jetzt gerade erst mit ihrer Ausbildung angefangen. Hat sie Allergien? Nein, keine Allergien. Und was macht sie denn beruflich? Wie gesagt, eine Ausbildung angefangen in der Gärtnerei. Ja. Wo kommt denn jetzt das Blut her? Da müssen wir auf jeden Fall ein Röntgen anmelden, ne? Ja, Blutfallröntgen bitte, ne? Ja, ich werde sofort anrufen. Die Beschwerden, die Patientin gehabt hat, waren ja hier sehr heftig, sogar mit Bluthusten verbunden. Da war es ganz wichtig, das herauszufinden. Und wie sich später herausgestellt hat, handelt es sich hier sogar um eine meldepflichtige Erkrankung. In der Gärtnerei, da würde mich jetzt mal interessieren, was da für Klima herrscht, weil vielleicht können Sie da auch kurz was zu sagen noch. Na ja, da ist auch ein Gewächshaus mit tropischen Pflanzen. Und da ist es wahrscheinlich auch sehr feucht. Ne? Haben Sie da irgendwelche Befeuchtungsanlagen? Ja, was ist das denn jetzt hier? Ja, ich habe so ein bisschen, ich denke jetzt so spontan an Legionellen, dass wir das nochmal untersuchen. Ne? Das sind im Prinzip Bakterien, die ab einer gewissen Wassertemperatur sehr gut gedeihen. Deswegen muss man in Heizungsanlagen und so weiter das Wasser auch immer auf über 60 Grad erhitzen. Die Untersuchung und Laborparameter, die wir bei der Behandlung des Patienten erheben und herausfinden, die sind natürlich für uns sehr, sehr wichtig. Aber man darf einfach die Anamnese auch nicht unterschätzen. Da bekommt man auch sehr viel raus. Und als ich dann gehört habe, dass die Patientin tatsächlich in einer Gärtnerei arbeitet, da war mir die Sache eigentlich schon klar. Okay, da gehe ich noch mal schnell rüber.
Herr Kiesling geht's ganz schlecht, ist luftnötig, hat Schmerzen entwickelt. Ja, Moment, Sie dürfen jetzt hier gerade nicht raus, ne? Nach den Informationen, die ich jetzt von der Patientin erhalten hatte, war jetzt unabdingbar, ein Röntgenbild der Lunge anzufertigen. Das haben wir schon gerade in die Wege leiten können, als ich auch schon ins Nachbarzimmer gerufen wurde, weil es dem Opa der Patientin schrecklich schlecht ging. Der hat auf einmal ganz furchtbar, eben hat einmal gesagt, es piekst und jetzt hat er ganz furchtbar. Er hatte auch noch eine Schmerztablette genommen, das wussten wir gar nicht, die natürlich vor 6 Stunden oder so, die natürlich jetzt nicht mehr wirkt. Die hat er bekommen nach der Wir machen einmal das Ultraschall fertig. Ja. Wie lange, sagten Sie, ist die Operation? Eine Woche. Aufgrund der Bauchschmerzen des 63-Jährigen vermutet Birgit Maas, dass das Fieber nicht von einer Grippe herrührt, sondern mit der Operation des Patienten zusammenhängt. Im Ultraschall entdeckt die Ärztin Alarmierendes. Nee, ich bin jetzt eigentlich beim Darm, da gefällt mir was nicht, weil ich da im Bereich keine Darmbewegung mehr sehe. So, das müssen wir einmal zur Seite tun. Also das, was ich jetzt vermute, ist, dass es da zu so einem sogenannten Infarkt von einer Arterie gekommen ist, die den Darm im Prinzip versorgt. Ja, das ist ähnlich wie beim Herzinfarkt, das kennen Sie vielleicht. Wir müssen hier nur schnell handeln, weil da ein Stück Darmareal jetzt nicht durchblutet wird. Da muss man schnell handeln, sonst kann das halt absterben. Alles in allem war mir hier klar, wir haben es hier mit dem akuten Abdomen zu tun, was sofort operiert werden musste. Versuchen Sie sich ein bisschen zu beruhigen. Vielleicht kann man Ihnen gleich einen Kaffee bringen oder sowas. Ja, wenn Sie was müssen jetzt einmal abwarten. Deswegen untersuchen wir sie ja und das finden wir raus. Ne? Das ist ja immer sehr aufregend, das kann ich auch verstehen, aber wir müssen leider trotzdem abwarten. Ich habe zwischendurch gedacht, dass es Emma wieder besser geht, dass sie doch keine Grippe hat, aber jetzt ist mein Vater im OP und wird notoperiert. Heute ist nicht mein Tag. Nach Röntgenaufnahmen ihrer Lunge wurde die fiebernde Tochter der 41-Jährigen in ein Isolationszimmer verlegt. Das hat sich zwar als überflüssig erwiesen, dennoch ist die Erkrankung folgenreich. Sie gucken schon so mit so großen Augen. Ja. Wir sind nämlich jetzt ohne Isolation reingekommen, weil die Isolation ist jetzt aufgehoben. Ja? So, weil wir haben nämlich jetzt die Ergebnisse. Es ist nämlich tatsächlich diese Legionelleninfektion, ne, die sie sich wahrscheinlich in der Gärtnerei gefangen hat. Was? Hat ja eben schon mal kurz angedeutet. Das sind halt gramnegative Bakterien. Das sagt Ihnen jetzt nichts, ist auch egal. Aber man atmet die halt ein und die können sich dann in der Lunge festsetzen. Jetzt erstmal zur Behandlung. Das kann man ganz gut mit Antibiotika behandeln. Ja, ne, das werden wir direkt anfangen und dann wird das auch schnell besser werden. Es ist allerdings eine meldepflichtige Erkrankung. Das heißt, auf den Arbeitgeber wird da auch noch was zukommen. Die werden da sicherlich gucken, genau wo das ist, ja, weil es schon eine schwerwiegende Erkrankung ist. Genau. Ja, aber sie ist ja nicht die einzige Patientin. Ja, genau. Wie geht's meinem Vater? Dem geht's gut. Der ist aber jetzt ist noch in Behandlung. Nee, im OP jetzt nicht mehr. Okay. Die Operation ist tatsächlich gut verlaufen, kann man wirklich sagen. Kann ich denn schon zu ihm? Im Moment noch nicht. Warten Sie einfach noch ein bisschen. Ne? Der ist ja noch im. Sie sagen mir Bescheid. Ja, genau. Für Ihren Opa konnte ich dann auch Entwarnung geben. Er hatte einen sogenannten Mesenterialinfarkt. Das ist hochdramatisch, wenn es nicht sofort erkannt wird, denn da kann tatsächlich Darmgewebe nekrotisieren und absterben. Das konnte aber hier durch die schnelle Operation verhindert werden. Nach einer erfolgreichen Behandlung mit Antibiotika wurde die 18-Jährige eine Woche später geheilt entlassen. Das Tropenhaus der Gärtnerei, in der sie arbeitet, musste vom Gesundheitsamt geschlossen werden. Erst wenn die Bewässerungsanlage keimfrei ist, darf dort wieder gearbeitet werden. Der Opa der Auszubildenden ist nach 3 Wochen in der Klinik wieder völlig genesen.